Ja, das ist ein kurzes Video wegen meiner Grabber-Qualität. Ich möchte einfach nur wissen, ob es passt soweit. Ich hoffe ja. Das ist das Spiel Metroid Prime 1. Ich kam hier gerade irgendwo am Anfang rum. Das ist ein Spielstand, mit dem ich schon fertig bin. Das wird vielleicht gerade mal so ein 2-Minuten-Video. Ich bitte euch da um euer Feedback. Ob Qualität passt, eurer Meinung nach. Oder so Sound, was weiß ich, ob das alles eurer Meinung nach passt. Ich weiß nämlich selber nicht, wie die Qualität auf YouTube sein wird. Ich hoffe, sie wird in Ordnung sein. Aber wir werden das ja sehen. So, ab hier rein. Scheißpflanze. Geht kaputt. Ja, wir haben verschiedene Waffen. Das ist der Plasma Beam, meiner Meinung nach die beste Waffe. Power Beam, Wave Beam und Ice Beam. Und dann können wir uns hier noch so überall rundherum so schlängeln. Keine Ahnung. Hui. Wir haben auch noch verschiedene Ansichtmöglichkeiten. So bezüglich, ja, hier haben wir zum Beispiel einen Röntgenblick und jetzt wurden wir gerade angegriffen. 10 Gramm relativ wenig. Ich möchte so die Qualität auch mit den verschiedenen Visoren sehen. Scan-Visor gibt es auch noch. Da schauen wir uns so die einzelnen Sachen so an. Wie zum Beispiel dieses Grapple-Beam-Teil da. Das können wir uns dann so ansehen. Uah. So. Diese Stelle kann als Verankerungspunkt für den Grapple-Beam dienen. Ja, bla. Ja, dies war es jetzt auch eigentlich bezüglich des Testes. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Oder ihr freut euch schon genauso sehr auf das Projekt wie ich. Und ja, Leute, haut rein. Ciao.